down, oh shut down, hey shut down. Your love is sweet like Fanta, Fanta. Cause nobody they tell me I love you, no matter how, no matter how. They tell me no, 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 no. Was schwimmt da rum oder was? Ach so, bei dir, ja. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind jetzt hier in der Fischzucht Möller in Hakenbleck. Diesmal in Teich 2. Gerade angekommen, die Plätze besetzt, haben eigentlich auch die Plätze bekommen, die wir wollten. Und ja, wir haben eigentlich schon gut gefangen, richtig Bombenfische, muss man sagen. Wir haben die so 600-700 Gramm, echt gute Portionsforellen. Ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass wir heute gut fangen. Und ja, wir sehen uns gleich. Oh, wie ist gut, ey. Auch neben Ufer. Guckt euch mal diese Fische hier an. Das sind, weiß nicht, 600-700 Gramm Portionsforellen. Kann man echt nicht meckern. Halt ihn weg von meiner. Guck mal hier. Zögerlich, aber er ist da. Machen wir so. Alex, lass stehen. Ich sag dir, lass stehen, die beißt besser. Diese Schlepperei, das bringt alles nichts. So, jetzt kriegen wir gerade Fisch besetzt. Man wird wahrscheinlich sowieso nicht viel erkennen. Mehr Wasser als Fisch, aber eigentlich immer ganz ordentlich. Boah, Junge. 120, 140, 160, 200. Digga, nee, ist schon okay. Digga, guck mal, geht noch weiter hier. So, Fisch wurde jetzt besetzt. Schauen wir mal. Probieren wir es mal mit Spoon. Boah, hier ist gerade fetter Schwarm. Boah. Hier sind die, ey. Boah, ey. Die hackt da drauf, aber nimmt nicht richtig. Sein, guck vor dir. Hat die auch wieder vom Ufer reingehauen. Eine kleine. Ja, ja, ja. Haben wir sie. Geht gerade Schlag. Auf Schlag, ja, guck mal, auch eine kleinere. So, jetzt hat sie hier zugeschnappt, gerade vor der Kante. Ich habe sogar gesehen. Ja, aber die nimmt nicht richtig. Scheiße, soll ich anhauen? Er hat losgelassen, nee, ne? Oder? Er hat losgelassen. Ich gebe jetzt einfach eine, Alter. Schnauze voll, ey. Also er wird auch eine hier.
Was schwimmt da rum oder? Ach so, bei dir, ja. Bitte. Eine kleinere hier. Am Ufer, ey. Am Ufer hauen die hier so hart drauf. Das ist unglaublich. Aber hier. Ist ein bisschen kleinere, aber egal. So. Pass auf, hier ist der Schwarm. Los, los, los. Der gerade Biss. Ich warte nicht lange, weil die Paste ist. Da haben wir sie. Los. Hier wird wieder eine schöne. Geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Hast du Kescher oder was? Ja. Nein. Hier wieder vom Ufer eingeschlagen. Okay, das ist die, okay. Oh, ein Biss. Komm, ja, ja, los. Komm, Mäuschen. Komm. Was ist jetzt wieder falsch? Schöne Prachtforellen hier. Aber nur auf geschleppte Paste, ey. Blech kannst du vergessen. Wann ist es denn endlich wieder soweit, ey? Das ist unglaublich. Du kriegst die Viecher nicht gehakt. Ja, komm. Hier Alex wieder am Rasieren. Mal hier, siehst du vor uns? Wieder Biss. Boah, ey, wie die abzieht. Ich glaube, es kann sein. Oh ja, ja, die ist größer. Die ist größer, ey. I am laughing but broken. I am smiling but losing it. Ich hab hier gerade ein bisschen was gebissen. Ja, geht eigentlich. Ne? So groß ist die gerade. Ich dachte, die ist größer. I am flying but falling. Confident. Ne, es geht, es geht. Ich dachte, die ist größer. Los. Boah, weg. Gib mir den Kescher, danke. So, da haben wir's. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin сказал, что у тебя есть пакет. Ja, man, Biss. Ich sehe das da vorne, ja. Ich sehe sie. Boah. Hast du gesehen? So. Komm. Komm, Mäuschen, komm. Jetzt sind wir hier gerade Biss auf Grund. Aber ganz vorsichtig.
Boah, ey. Nee, ist drauf. Edward zieht gerade eine. Hat sich ganzer Kindergarten versammelt. Gummi, ey. Nur noch Gummi. Freunde, das ist das Ende des Videos. Wir haben sehr gut gefangen. Also ich habe jetzt nicht jeden Fisch aufgenommen, ne? Ist ja logisch, weil irgendwann wird es auch zu viel. Das war es jetzt auch für uns. Wir fahren nach Hause, haben sehr gut gefangen. Ich hoffe, wir konnten einen guten Eindruck vermitteln, wie man hier fängt und wo am besten. Um die Jahreszeit natürlich, das ändert sich von der Jahreszeit her immer, wo es am besten ist. Jedenfalls ist es jetzt viel zu heiß. Also, als die Sonne richtig rauskam gegen 11:30, war es irgendwie auch wirklich vorbei. Da konntest du nur noch auf Sicht die Forellen fangen, nur mit Gummi, ultra leicht. Alles andere hat zu viel gescheucht. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, verabschieden wir uns. Die Jungs tragen gerade alles und ja, die Drill sehen, auf was wir gefangen haben, wie und ja, ich habe natürlich nicht jeden Fisch aufgenommen. Es soll jetzt nicht auch nicht den Eindruck vermitteln, dass es nur darum geht, 50 Fische zu fangen und nach Hause zu gehen. Jeder hat da seine eigenen Präferenzen. Von daher, haut rein, alles Gute aus Hakenblick. Thank you.